werde ich die letzte Zeit gefragt und euch geht es wahrscheinlich ähnlich, warum wir jetzt nicht, nachdem ja die allgemeine Impfpflicht erstmal vom Tisch ist und die Maßnahmen zumindest vorübergehend gelockert oder aufgehoben sind, warum wir jetzt nicht endlich mal Ruhe geben. Dazu möchte ich jetzt Folgendes sagen. Nach wie vor stehen wir alle unter dem Bann des Infektionsschutzgesetzes. Und was das bedeutet, das weiß jeder von uns. Und deshalb laufen wir weiter. Wir laufen für die sofortige Aufhebung des Infektionsschutzgesetzes und die vollständige Wiedereinsetzung unserer Grund- und Menschenrechte, die nicht verhandelbar sind, egal welchen Impfstatus man hat. Außerdem laufen wir für das komplette medizinische Personal in Krankenhäusern sowie Pflegeeinrichtungen, für Arzthelferinnen, Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen, die nach wie vor von der Impfpflicht bedroht sind und Angst haben müssen, ihren Job zu verlieren, wenn sie dieser Pflicht nicht nachkommen. Außerdem laufen wir für eine vollständige wissenschaftliche und rechtliche Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen. Und natürlich laufen wir für den Frieden in Europa und für den Frieden auf der gesamten Welt. Wir laufen für Abrüstung statt Aufrüstung, für Diplomatie und Augenmaß anstatt weiterer Eskalation und Kriegsrhetorik. Vor allem aber laufe ich für freien, unabhängigen und sachlichen Journalismus, der es einem ermöglicht, sich aufgrund von Fakten ein eigenes Bild zu machen, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese jederzeit öffentlich aussprechen zu dürfen, ohne Gefahr zu laufen, in irgendeine politische Ecke gestellt zu werden oder geframed zu werden. Deshalb laufen wir friedlich weiter, jeden Montag, so lange bis wir Gehör gefunden haben. Wir sind eine friedliche Bewegung. Wir stehen für Frieden, Freiheit, Mitmenschlichkeit, Wahrheit und einen achtsamen und fairen Umgang miteinander. Vielen Dank. Hat er jetzt das Mikro aufgemacht? Ich wünsche euch einen schönen Spaziergang und versuchen wir einfach die Energie oben zu halten. So, Simone, du warst heute die Veranstalterin von genau, der Veranstaltung? Genau, mein Mann und ich, wir haben die Versammlung angemeldet, ja. Okay, und mit Rhein-Main-Schalt auf zusammengearbeitet, genau, natürlich, genau, wie gewohnt genau, eigentlich wie gewohnt, mittlerweile. Ja. Kommst du aus Wörth? Ja. Ah, okay. Also das heißt Heimspiel. Genau. Wir hatten auch ein paar Gegendemonstranten. Kannst du mal so ein bisschen deine Eindrücke von heute schildern? Wie hat es dir gefallen? Was ist deine Botschaft nochmal? Deine Rede fand ich übrigens vorhin, da verliere ich meine Objektivität ein bisschen, fand ich richtig toll. Danke. Ich fand es sehr schön, friedlich. Ich war ein bisschen überrascht von den Gegendemonstranten da vorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet. Aber gut, ich meine, so wie ich es vorhin schon zum Abschied sagte, wir leben in einer Zeit, wo jeder seine Meinung sagen darf, also akzeptiere ich das auch. Ja? Ich finde es schade, dass kein Dialog entsteht. Ich finde es schade, dass wenn man dann hingeht und wirklich sich austauschen möchte, das wird sofort abgeblockt. Und das finde ich schade, weil ich wäre auf jeden Fall bereit, in einen Dialog zu gehen. Ja. Ja? Aber ich fand auch sehr viel positive Reaktionen. Und ich denke, das kann ich als Wörterin auch einfach so sagen. Also ich habe viel winkende Hände gesehen, Leute, die rauskommen sind, die mich umarmt haben. Also es war so geteilt einfach. Okay, also eigentlich so ein bisschen wie gewohnt, aber gewohnt friedlich, gewohnt positiv, ja, eigentlich im Großen und Ganzen. Genau. Und das, wo du sagst, das hast du am Anfang in deiner Rede betont, das hast du jetzt am Schluss auch nochmal gesagt, auch jetzt hier eben nochmal, der Dialog ist das A und O. Ja. Aber das ist eben, wir führen ja leider im Moment eher Monologe. Ja. Also wir stehen voreinander und führen Monologe. Ja.
das, was ich immer die Kernaussage treffe, ist, wir müssen mittlerweile Arbeitsgruppe bilden, um diese Argumente, die wir ja beide Seiten haben, gemeinsam zu überprüfen und Irrtümer aufzulösen. Ja. Was hältst du von dieser Idee, von diesem Grundgedanken? Das auch öffentlich zu machen, transparent, das ist ja auch das Wichtige. Nicht in Hinterstuben, sondern in Form eines Forums. Das möchte ich jetzt Miltenberg auf die Beine stellen. Ja, finde ich eine gute Idee. Probieren kann man es auf jeden Fall. Ich denke, man sollte nichts unversucht lassen. Ja, Dialog. Weil ich meine, wir haben ja die letzten 2 Jahre wirklich gezeigt, dass wir friedlich sind. Ja. Ja? Und ja, und dass wir einfach auch gehört werden wollen. Ja? Du bist ja, soweit ich weiß, auch engagiert bei der Basis, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich bin Mitglied bei der Basis. Ja. Ja. Und das ist ja eben auch... ihr habt ja Veranstaltungen letztes Jahr gehabt, wo teilweise 150 Leute und mehr waren. Also hier wohlgemerkt in unserem kleinen Nest in Klingenberg. Da wären ja die SPD-Parteitage fast froh, wenn sie so viel Zuspruch hätten. Ja. Wo man sagen kann, also hier ist schon ein extremes Wachstum, Interesse irgendwo entstanden. Und es gibt natürlich organisatorische Veranstaltungen, wo nur die Mitglieder zugelassen sind, aber ihr macht ja auch Infoveranstaltungen. Genau. Welche Kanäle nutzt ihr, um die Menschen da zu informieren? Wo kann man sich da über euch informieren? Natürlich auf der Webseite. Ja, Webseite. Wie ist da euer Link? Weißt du das zufällig? Nee, weiß ich jetzt leider nicht. Diebasis-mil.de, glaube ich. Genau so, ja. Da einmal gucken. Und ich denke, da würdet ihr auch auf Veranstaltungen hinweisen. Genau, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, meinenews.de wird auch immer was geschrieben. Ja. Ne? Ja, und ich habe ja letztes Jahr auch, also vor den Wahlen, habe ich auch einige... Werbung mitgemacht. Ne? Wir haben ja so Stände in Miltenberg und so angemeldet und ich muss sagen, da war auch schon häufig wirklich so viel positive Resonanz zu spüren. Aber natürlich auch Ablehnung oder einfach egal, vorbeigelaufen und es hat sie nicht weiter interessiert. Aber auch wirklich sehr viele Leute, die direkt zu uns kamen und Informationen wollten. Ne? Simone, würdest du sagen, wir haben ja im Moment quasi medial wahrgenommen 2 Fronten. Ja. Ja, einmal wir als Gegenbewegung. Und dann das Narrativ. Glaubst du, dass es eine große graue Masse gibt, die sich aufgrund von dem Schlechtreden von uns nicht zu uns traut? Ja. Ja, da bin ich davon überzeugt. Das habe ich jetzt eben auch wieder in Wörth gesehen, so wie in ganz andere viele Ortschaften, wo die Leute winken oder Daumen hoch machen, ob das in Städte ist oder in kleinen Ortschaften. Ich bin davon überzeugt, dass sich nach wie vor viele nicht trauen. Dann würde ich sagen, mit dieser positiven Veranstaltung und gelungenen Veranstaltung heute, Simone, einmal A von meiner Seite her, wie gesagt, journalistische Qualität, Standards hin und her, danke. Und dass wir da ein bisschen mehr Interesse bekommen, die Leute keine Angst bekommen, einfach sagen, ich gucke mir das mal an, ich schau mal hin. Wenn es nichts ist, kann ich ja weggehen. Genau, ja? Genau. Man muss ja ein Buch lesen und nicht alles blind glauben, sondern man kann einfach die Informationen aufnehmen, sich die Menschen angucken und ein eigenes Urteil bilden. Oder man kann einfach auch mal nur ein Stück mitlaufen oder sich mal an die Straße stellen und einfach schauen. Auch die Plakate, die wir immer dabei haben, da sind wir ja mittlerweile ziemlich gut ausgerüstet mit wirklich guten Sprüchen, mit einfach Aufklärung. Und darum geht's. Ein Plakat wäre im Grunde, dass man an der Seite fast riesengroß tragen müsste. Wir wollen Dialog. Genau, ja. Das ist wirklich... Wäre vielleicht eine Anregung, eine Idee, dass man wirklich an der Seite ein Riesenplakat hat. Hallo, wir wollen doch nur reden. Wir wollen eigentlich einen Dialog, genau. Wir wollen auch gehört werden. Und Ausgrenzen ist keine Demokratie. Genau. Und immer wieder nur framen oder... Ja, das geht einfach nicht. Das geht nicht. Okay, Simone, ganz lieben Dank. Okay. Bis bald. Bis ganz sicher bald. Ja. Vielen Dank. Tschüss. So.